Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 9. November 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs. Mond fühlt sich auch wohl in Tierkreiszeichen Krebs, weil Mond herrscht über dieses Tierkreiszeichen. Bewegt sich aber im Grenzbereich und übergeht in Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat eine abnehmende Mondphase, was eignet sich dafür von etwas trennen, loslassen, kündigen oder abnehmen. Mond hat einen Einfluss von Castor und Pollux, die beiden Zwillinge. Dann können Sie fragen, was suchen die Zwillinge in Tierkreiszeichen Krebs? Und die Frage ist berechtigt. Diese Tierkreiszeichen sind nichts anderes als Sternbilder und verbinden sie sich im Ekliptik. Es ist aber keine Abgrenzung, sondern sie verschmelzen sich miteinander. Und so kommt es, dass die beiden Zwillinge in diesem Bereich wirken und bestrahlen die Mondbewegung in Tierkreiszeichen Krebs. Wer waren diese beiden Zwillinge? Es gab eine Königin Leda. Und die war die Ehefrau von dem spartanischen König. Und Leda wurde schwanger. Und demselbe Nacht besuchte, also im selben Nacht, wo sie schwanger wurde von ihrem Ehemann, besuchte auch Jupiter oder Zeus. Und Zeus verführte die schöne Königin und so kam es, dass Leda gebar die Zwillinge. Eine heißt Castor und es ist der Sohn von ihrem Ehemann, von dem König von Sparta. Und der andere Kind heißt Pollux und sein Vater war nichts anderes als der Himmelsgott Zeus in griechischer Mythologie. Die beiden Zwillinge symbolisieren das Menschliche und das Göttliche. Interessant ist, dass die beiden Zwillinge miteinander verbunden sind. Und Castor, der Sohn von der König, war menschlich, also sterblich. Der andere Sohn, Pollux, dagegen aber war göttlich, also unsterblich. Und wo das so weit war, dass die sterbliche Teil trennen sollte von dem unsterblichen, göttlichen Pollux, dann ging Pollux zu ihrem Vater, Zeus, und bat sie um die Sterblichkeit, weil Pollux hat vermittelt zu Zeus, ich lasse meinen Bruder nicht alleine, also ich sterbe auch. Zeus war großzügig für die Zwillinge und setzte beiden ins Himmel. Und die symbolisieren jetzt die Tierkreiszeichen Zwillinge. Also das ist die Geschichte dazu. Für uns vermittelt diese Symbolsprache, dass wir zwar sterblich sind, aber wir sind ein Teil von dem göttlichen Schöpfung und da ist eine Verbindung da. Also führt uns dieses höhere Bewusstsein oder zur Schöpfung oder zur Quelle des Lebens oder zu diesem Glauben. Und diese beiden Zwillinge bestrahlen heute die Mondbewegung. Gegenüber liegt die Tierkreiszeichen Steinbock. Und da bewegt sich Lilith. Ab heute bewegt sich Lilith in Tierkreiszeichen Steinbock und beginnt jetzt ein Prozess bei den Steinbockgeborenen. Ja, was für ein Prozess ist es? Und wer ist diese Lilith? Lilith ist kein Himmelskörper. Lilith ist ein Schnittpunkt im Himmel, im Mondumlaufbahn. Die weiteste Punkt, was Mond überhaupt erreichen kann. Und dann dreht sich um und nähert sich wieder zur Erde.
Mond kreist sich um die Erde. Und diese weiteste Entfernung, dieser weiteste Punkt im Mondumlaufbahn, entsteht diese Energiefeld, was bei uns Menschen etwas Seltsames hervorruft. Hier wird beschrieben unsere Sehnsüchte, Wünsche, Träume, Visionen und auch die Neigung davonlaufen, weil wir das nicht zutrauen oder wir sagen uns selbst, ich bin nicht gut genug oder ich erreiche das sowieso nicht. Also wir verneinen das gerne, obwohl dieser Wunsch, diese Sehnsucht kommt wiederkehrend. Und in diesem Prozess waren bis jetzt die Schützengeborenen. Bei den Schützengeborenen ist dieser Prozess vorbei und beginnt das gleiche Prozess jetzt bei den Steinbockgeborenen. Das kann die Berufung sein oder das Liebe, Thema Liebe kommt das oft vor. Sehnsüchte nach jemandem und man traut sich nicht anzurufen. Hat man Angst, dass das verloren geht oder man einen Korb bekommt. Oder bei beruflichen Situationen, die Sehnsucht, die Wunsch nach der wahren Berufung. Und dann kommt die Erklärung, ich kann das sowieso nicht oder ich habe die Ausbildung nicht. Es ist alles zu spät oder ich bin nicht gut genug. Und. Also kommen die Entschuldigungen. Also dieser Prozess beginnt jetzt bei den Steinbockgeborenen. Und wie trifft die Energie bei den einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen Krebsgeborenen. Ist wichtig die Bewegung, etwas Neues starten. Kann auch eine Reise eine Bedeutung sein. Diese Reise, und das betone ich immer wieder mal, das kann auch die inneren Reise bedeuten. Es ist eine gewisse Spannung bei Veränderungen, weil man sollte sich verändern, man sollte Schritte machen, man sollte etwas in Bewegung setzen oder starten, aber man bremst, weil man Angst hat von Veränderungen oder fühlt man sich kraftlos. Und das trifft gerade die Krebsgeborenen. Aber die Krebsgeborenen sollen die Kraft nach ihren Inneren suchen und diese inneren Kraft findet man bei der Ruhe. Im Ruhe liegt die Kraft. Im Liebe-Partnerschaft haben die Krebsgeborenen eine gute Energie. Die Gespräche, Kontakte kann so oder mal so sein. Das kann auch eine gute Nachricht sein oder schöne Gespräche. Kann aber in die andere Richtung gehen oder kommt eine Information und es ist undeutlich, unklar. Das führt sogar oft zu Missverständnissen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen kommt etwas in die Tagen in Bewegung. Die Gespräche sind sehr gut oder die Termine oder ein Vertrag hat einen Vorteil und die Veränderungen und Brüche sind auch sehr gut. Eine Reise, und ich betone nochmal, das kann auch die innere Reise sein, die Erkenntnisse zu gewinnen, ist auch ein Vorteil für die Löwengeborenen, wo sie Einschränkungen haben. Das ist die liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist ein beruflicher Aufstieg. Liebe Partnerschaft haben sie. Glück kommt auch etwas im Fluss, was vielleicht unangenehm sein kann. Das ist eine Nachricht oder ein Gespräch. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen verlieren die inneren Gleichgewicht, aber wenn Mond übergeht in Tierkreiszeichen Löwe und es wechselt sich heute, dann beruhigt sich das alles und kommt wieder die Kraft, kommt wieder die Begeisterung. Ein bisschen fühlen sich die Wagengeborenen unsicher oder haben Entscheidungsschwierigkeiten. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben immer noch eine magische Ausstrahlung, sehr anziehend und beeindruckend sehr andere Menschen. Sie haben auch Glück,
die beiden Glücksplanet Jupiter, das große Glück, und Venus, die kleine Glück, beiden bewegen sich gerade in Tierkreiszeichen. Skorpion, das auch kann ein Glücksfall sein oder Gewinn oder mehr Chancen, mehr Möglichkeiten. Die inneren Kraft sollen sie wahrnehmen, weil dadurch bewegt sich auch etwas und können sehr viel gerade vorteilhaft umsetzen und haben gerade auch Erfolg. Die Tierkreiszeichen Schützengeborene ist oft vorbei, die Lilith-Prozess, das habe ich erwähnt. Sie stehen zu sich selbst, sie werden sich etwas bewegen, sie werden in die nächste Zeit auch wahrgenommen werden. Sie haben zwar einen inneren Unsicherheit oder Zweifel an sich selbst ein bisschen, aber diese Einflüsse auch von außen, diese Umbrüche, diese Veränderungen ist sehr schön, sehr gut bei den Schützengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen beginnt gerade die Lilith-Prozess, das habe ich erzählt. Es ist ein wichtiges Thema, Wert, eigenen Selbstwertgefühl, damit hängt aber auch die Finanzen zusammen und sie sollen auch um die Finanzen auch kümmern. Es wird etwas klar und deutlich sein, wo die Steinbockgeborenen gerade wichtige Entscheidungen treffen, aber sie sollen die inneren Gleichgewicht bleiben in innerer Ruhe und an inneren Kraft. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen kann eine kleine Reise, kleinere Veränderungen, ein Besuch oder ein Fest im Familienkreisen sein in die nächste Zeit. Die Gespräche sind sehr gut momentan oder kommt eine gute Nachricht. Sie sollen auch in die Tage im inneren Gleichgewicht bleiben. Im Liebepartnerschaft sind die Wassermanngeborenen ein bisschen eingeschränkt. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben einen guten Einfluss, was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Sie haben auch gute Chancen momentan im Bereich Liebe, Partnerschaft. Viele Fischengeborenen neigen aber dazu, nichts unternehmen, sondern eher zu Hause bleiben und das bremst die Fischengeborenen. Auch in bestehende Partnerschaft wäre auch Vorteil, wenn gemeinsam etwas unternehmen. Also das hilft auch in Partnerschaft etwas verbessern. Und die Fischengeborenen, die alleine sind, haben mehr Chancen, wenn sie jetzt in Freizeit etwas unternehmen. Sie sollen auf ihren Kraft bleiben. Kann passieren, dass sie nicht Nein sagen können und setzen sie sich auf jemand oder auf etwas ein und können nicht um ihren eigenen Sache kümmern und fühlen sie sich kraftlos, müde und erschöpft. Also lieber um die eigenen Sache kümmern und im Kraft bleiben. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person nähert oder kommt ein Kontakt oder eine Nachricht und das verunsichert ein bisschen die Fischengeborenen, weil sie stellen dann die Frage, ja, was möchte dieser Mann? Es ist schwierig, gerade das oder die Situation zum Einschätzen. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kommt etwas in Bewegung und auch die Begeisterung kommt auch etwas in Form. Das sind Veränderungen und Umbrüche. Und so ähnlich wie bei Fischengeborenen, so ist auch bei Wiedergeborenen, sie sollen darauf achten, wo setzen sie ihren Kraft ein. Oder wie viel arbeiten sie? Wenn das zu viel ist, zu stressig ist, verlieren sie die Balance, verlieren sie die inneren Gleichgewicht. Und das führt dann zu Müdigkeit, zum Erschöpfung. Bei den Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft, aber auch wichtig auf anderen zugehen, zuhören, Gefühle zeigen oder Gefühle annehmen und die Liebe Partnerschaft bewusster wahrnehmen und die, wo alleine sind, mal die Kontakte suchen und die, wo in Partnerschaft leben, mal auf anderen zuzugehen und um die anderen kümmern, so bringen sie die Gefühle und auch die Liebe, auch ihren Partnerschaft im Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborene wird etwas in den nächsten Tagen begeistern. Sie haben gute Gespräche oder eine gute Nachricht oder
bewegt sich etwas, es sind Handlungen, Termine, Verträge oder Gespräche, hat auch eine Wichtigkeit bei den Zwillingsgeborenen. Aber es ist auch wichtig, dass sie selbst auch die Kontakt suchen oder mal antworten oder auf anderen zugehen, und so bleiben die Gespräche, die Kontakte im Gleichgewicht. Wichtiges Thema ist auch nicht nur die geschäftliche Situation oder diese Termine und Verträge, sondern auch die Liebe, Partnerschaft. Und da haben Sie auch gute Zeit. Sie fühlen sich zwar ein bisschen unsicher, aber das bringen Sie auch in Ordnung. Was ein Vorteil ist für die Zwillingsgeborenen, dass Sie Mut und Kraft haben, etwas in Bewegung setzen. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unserem Leben, aber es ist sehr allgemein, was ich hier vermittle. Besteht aber die Möglichkeit, das maßgeschnitten anfertigen, maßgeschnitten berechnen und Frage stellen, wie zum Beispiel, was erwartet mich Jahr 2018? Was ist die Tendenz? Was passiert im einzelnen Monaten genau? Worauf soll ich achten? Welche Tage sind günstig? Wo sind Hindernisse? Wie kann ich das alles bewältigen? Und diese Analyse ist möglich auch zum Bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Und wenn Sie Fragen haben, was die Alltag betrifft, wie zum Beispiel, bekomme ich einen Arbeitsvertrag, soll ich in dieser Wohnung bleiben oder lieber umziehen, oder liebt er mich noch, kommt er zurück oder bleiben wir zusammen und. Diese Fragen sind auch sehr wichtig und da empfehle ich die Blitzberatungen. Und eine Blitzberatung funktioniert schriftlich, per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Ihre Frage mit Geburtsdatum, Geburtsurzeit, Geburtsort. Und ich beantworte diese E-Mail natürlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.